Guten Morgen. Wir haben hier gepennt. Schon wieder auf dieser Bank. Und wir wurden schon wieder in Ruhe gelassen. Das ist gut. Ich bin noch voll müde. Also, meinem Bruder geht's überhaupt gar nicht gut. Er ist die ganze Zeit nur am Brechen. Keine Ahnung, was er hat. Irgendeine Vergiftung oder sowas. Vielleicht erträgt er das Wasser nicht oder... Oder vielleicht war die Pizza von gestern schlecht oder so. Ja, ich mach ihm mal warmen Tee. Und dann trinkt er erstmal. Weil er kriegt gerade kein Wasser runter. So, jetzt wird notdürftig Tee gekocht. Mein Bruder ist die letzten sieben Stunden, der ist die ganze Zeit nur am Kotzen. Und denen geht's gerade überhaupt gar nicht gut. Der hat wahrscheinlich die Pizza von gestern überhaupt gar nicht vertragen. Und das heißt, wir müssen sofort eine 1-Sterne-Bewertung machen für diese scheiß Pizza. Und deswegen mache ich jetzt notdürftig Tee, damit sein Magen sich beruhigt. Und ich muss irgendwie auch sagen, dass ich heute echt viel Sodbrennen habe und so. Dass bei mir irgendwie der Magen auch so sich etwas komisch anfühlt, aber ich denke, bei mir geht das. Es ist eine versiffte scheiß Pizza. Hätte ich mal lieber Nudeln Bolognese gestern gemacht. So. Tee kocht, ja, da muss noch ein bisschen ziehen und dann ist der Tee schon fertig. So, hier, auf das, dass es dir danach wieder besser geht und du die nächsten paar Stunden wieder fit wirst. So. Oh. Ich bin gar keine Gewichte, brennt das durch? Ja, du hörst mir auf jeden Fall gar nicht gut an. Nee, wie gesagt, seit 7 Stunden. Ja, das ist richtig versifft. Das ist. Ich kann auch nicht liegen, weil mir wird alles so schlimm, mir schwindet nicht. Alles ist trocken und ich habe meine ganze Flüssigkeit ausgekotzt, aber das will man nicht zeigen. Das darf ich bitte wegen der Richtlinien gar nicht zeigen. Ja. So, ist fertig, ja. Hier liegt überall Kotze rum. Ja, vielleicht eine Minute ziehen, aber eigentlich könntest du schon die erste Tasse nehmen. Und die ganzen Erste sind hier vorbeigegangen, habe hier rumgekotzt, so viele Stunden lang und die haben nichts gemacht. Warum ich die nicht angesprochen habe, ich konnte nicht. Ich hätte ja auch noch das Ganze übersetzen müssen. Und Komisches Krankenhaus. Ich kann gar nicht mehr warten, ist alles so trocken. Das hört sich scheiße an. So, mein Bruder hat gerade schon wieder gebrochen. Und da kommt gar nichts mehr raus, weil er schon alles raus hat. Und darauf trinke ich einen Tee mit. So, wir haben gerade Tee ausgetrunken und mein Bruder braucht jetzt erstmal Ruhe. Und deswegen legen wir uns erstmal wieder hin. Das ist ein richtig beschissener Morgenstart. So, wir haben so ein kleines bisschen Schlaf nachgeholt. Und die Sonne ist wieder voll cool. Der ist richtig geil warm jetzt gerade. Und mein Bruder geht es leider immer noch nicht so gut. So, mein Bruder hat gerade schon wieder gebrochen. Und ich gehe jetzt in diesen Krankenhaus da rein, beziehungsweise ich humpel da rein, und dort einen Arzt rauszuholen, dass sich das mal anschaut. Weil der kann gerade nicht aufstehen. Geht es gerade zu beschissen. Genau, das mache ich jetzt. Und zwischendurch hole ich mir auch einen Kaffee. So, ich war gerade im Krankenhaus drin gewesen und habe eine Ärztin rausgeholt. Die hat dann meinen Bruder mit einem Rollstuhl abgeholt und jetzt ist er im Krankenhaus drin und wird da gerade behandelt. Und ich habe mir ein Koffein geholt. Dieses Mal aus dem Automaten, weil diese Cafeteria, die hat gerade zu. Das war scheiße. Und dieser Kaffee, der ist auch so extrem klein. Der hier, der war zwar viel, viel günstiger. Ich weiß nicht, nur 45 Cent oder so. Und das sollte Kaffee Latte Macchiato sein, aber das ist trotzdem voll klein. Obwohl ich große Größe bestellt habe. Das war voll scheiße. Und ich habe da keine Option für Coffee Americano gesehen. Also die normalen Koffeins, die wir kennen. Jetzt muss ich schon wieder mit so einem viel zu kleinen Koffein irgendwie auskommen. Daran nuckeln und so. So, ich habe gerade diesen kleinen Minischluck Koffein ausgetrunken.
Und mein Bruder ist immer noch im Krankenhaus drin und ich bin sehr gespannt drauf, wie lange das dauert, bis der da fertig ist oder ob der irgendwie dort eine längere Zeit Ruhe braucht, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist er drin. Und ich werde jetzt darauf dieses Bier hier probieren. Das ist auch ein italienisches Bier, glaube ich. Geprost! Ich muss sagen, von allen italienischen Bieren, die ich bisher getrunken habe, ist das hier das Beste. Doch, den finde ich gut. Das ist gutes Bier. Also nicht so schwach wie die ganzen anderen Biere, die ich hier geholt habe. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal in Italien unterwegs sein sollte, dann werde ich mir auf jeden Fall viel öfter mal dieses Bier hier holen. Das ist Bier mit Geschmack dran. Guck mal, hier laufen überall diese Drachen rum. Diese italienischen Drachen. Die sehen voll cool aus. Ich mag diese italienischen Drachen hier vorne. Und hier vorne läuft auch ein italienischer Drachen rum. Ja, genau. Also ich habe gerade dieses eine Bier ausgetrunken. Und das hat mir am besten gefallen. Und ich werde jetzt dieses Bier hier ausprobieren. Geprost! Es schmeckt extrem ähnlich wie Beck's Gold. Nur halt nicht so intensiv. Aber trotzdem hat eine Ähnlichkeit. Aber kann man auch genießen. Ist gut. Hier ist eben gerade ein italienischer Fuchs lang gerannt. Ich habe leider die Kamera ein bisschen zu spät gezückt. Er ist irgendwie von dort hierher gerannt gekommen. Und dann hat er mich gesehen, hat mich ganz kurz geguckt. Und ist dann hier die Treppe da runtergelaufen. Und plötzlich ist er weg. Der ist voll schnell gelaufen. Und hat sich erschrocken, als der meinen Kopf gesehen hat. Na, wie geht's dir? Besser. Besser als vorhin? Ja. Das hört sich gut an. Ich habe seit 4 Stunden, glaube ich, nicht mehr gekotzt. Das ist gut. Das ist gut. Aber trotzdem fühle ich mich so schwindelig. Ja. Nur noch schwach irgendwie. Ja. Aber ich werde das jetzt trinken. Ja, vielleicht, wenn es nicht gut ist, ich muss. Wenn ich irgendwas holen soll, dann sag Bescheid. Ja. Und dir wurde Wasser reingespritzt? Ja, hier rein. Weil du gar nicht trinken konntest? Ja. Boah, das stelle ich mir mieser vor als mein Fuß. Vorhin ist so ein Fuchs hier vorbeigelaufen. Fuchs? Ja. Ja. Der ist zu mir gerannt, also richtig blitzschnell. Und der hat mich gesehen, hat sich erschrocken und ist aus Dalla gelaufen. Gefilmt? Nee, ich war leider mit der Kamera zu spät. Aber dieser Anblick sah lustig aus, das ist geil. Wie der sich erschrocken hat. Ich dachte, was ist denn das für ein Hund? Ich glaube, ich bekomme einen leichten Sonnenbrand. Das ist geil. Ich habe schon lange keinen Sonnenbrand mehr bekommen. Ich freue mich, wenn noch mehr Sonnenbrand kommt. Leute, wisst ihr, was ich gerade sehe? Und zwar dieser Hähnchenfleisch in Farbe Stadt, also dieser italienische Hähnchenfleisch in Farbe Stadt, der mich gestern so richtig belästigt hat. Der frisst gerade das Erbrochene von meinem Bruder auf. Das finde ich voll amüsant. Genau, dieser Hähnchenfleisch in Farbe Stadt hat gerade das Erbrochene von meinem Bruder gegessen. Der ist richtig widerlich. Der ist richtig pervers. So, ich werde jetzt diesen teuren Wein, der hat irgendwie mehr als 5 Euro gekostet, glaube ich. Den werde ich jetzt probieren. Prüfen, wie der geschmeckt. Und der hat nur einen Korken. Was ich scheiße finde, dass man das nicht zuschrauben kann. Aber was ich gut finde, dieser Natururin Victorinox Messer. Der hat hier einen Korkenzieher. Jawohl, ich habe diesen Korken gezogen. Zum ersten Mal mit dem Natururin Victorinox Messer. Und jetzt bin ich gespannt, wie das schmeckt. Ich habe den geholt, weil da so ein Krebs drauf ist. Und das sieht für mich irgendwie so hochwertig aus, weil da ein Krebs drauf ist. Das ist italienischer Wein. Oh ja, das schmeckt deutlich besser als dieser Tetrapack Billigwein. Deutlich besser. Aber der kommt nicht ganz an diesen portugiesischen Wein ran. Ich würde sagen, dass dieser portugiesische Wein mein Lieblingswein ist. Weil dieser Wein, der ist richtig geil, spritzig und so weiter. Aber der hier, den finde ich auch richtig lecker. Und währenddessen ich das verköstige, beobachte ich hier meinen Bruder wieder hier seine, wie heißt das Ding, seine Lebensmittelvergiftung hier auspennt.
und sich die ganze Zeit hier auskuriert. Was für ein komischer Tag heute. Jetzt muss ich diesen Korken hier raus machen. Guck mal hier. Es fängt an zu regnen. Es tropft von da oben runter. Das ist italienischer Regen, der hier runter tropft. Das ist voll scheiße, der nervt uns. Keine Ahnung, wie lange das dann tropfen wird. Aber wir müssen so ein bisschen die Sachen zusammenpacken. Und zum nächsten Unterstand hin, damit wir dort dann weiter chillen können. Genau, das machen wir jetzt. Und das ist voll scheiße mit dem Scheißwetter. Das ist voll anstrengend. Wir wollten hier die ganze Zeit hier rumchillen eigentlich. Und uns entspannen. Aber das Wetter ist scheiße. Oder nee, das Wetter ist eigentlich gut, aber diese Tropfen, die nerven gerade. Die machen uns nass. Die machen uns befeuchtet. Die tropfen nur auf unseren Kopf drauf. Aber scheiße, es regnet immer stärker und stärker. Und wir werden immer nasser. Das heißt, also wir haben unsere Sachen unterm Baum gestellt. Aber das ist ein Scheißbaum, weil da zu viel Tropfen durchkommt. Und deswegen, wir müssen zum nächsten Unterstand auf jeden Fall. Das ist anstrengend. So, wir haben die Sachen von da hinten rübergetragen nach hier hin. Weil guck mal hier. Es regnet hier die ganze Zeit rum. Es ist hier alles nass. Und hier, mein Socken ist jetzt auch komplett durchnässt mit meiner Geschwellwunde. Und ja, das ist, das war gerade anstrengend gewesen, das hierher zu tragen. Aber ich muss sagen, mein Fuß entwickelt sich gerade zur positiven Richtung. Also ich habe es geschafft, diese paar Meter von da drüben, wo die Bank ist, nach hier hin. Ich habe es geschafft, dass ich meinen Rucksack bis hierhin getragen habe. Mit meinem Fuß, mit meinem kaputten Fuß. Es hat geklappt, deswegen. Es wird jeden Tag besser. Das ist geil. Ich feiere das. Das ist richtig geil. Und meinem Bruder geht es natürlich nicht gut. Aber besser als heute Morgen oder vorhin, glaube ich. Ne? Aber nach 8 Stunden habe ich wieder gekotzt. Ich dachte, das kam noch 8 Stunden nicht mehr, würde nicht mehr kommen, aber dann habe ich auf einmal wieder gekotzt. Scheiße. Ja. Morgen Flixbusfahrt. Ja. So, mein lebensvergiftigter Bruder, der liegt hier in der Bank rum. Und wir sind gerade direkt vor dem Krankenhauseingang. Und, das ist ein... Da war ein Korken drin gewesen. Ich muss diese Weinflasche direkt vom Krankenhauseingang trinken. Weil es draußen regnet. Und hier ist der einzige Schutz. Gib Post. Du musst pinkeln gehen. Du musst das richtig raus pinkeln. Diese vergiftigte Gift... von dieser Pizza. Er hat 30 Mal gekotzt. Mehr als 30 Mal. Ich habe bisher noch nie 30 Mal irgendwie an einem Tag gekotzt. Genau, deswegen muss es Ihnen auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder besser gehen, weil morgen früh fährt unser Bus. So, eben gerade sind italienische Krankenhausleute rausgekommen. Und haben uns Tee gebracht. Warm. Das ist voll cool. Ist ein sehr guter Tee. Haben die Krankenhausmitarbeiter ganz gut mitgebracht. So, mein Bruder schläft hier. Und ich schlafe genau hier. Und das hier, das ist dieser italienische Krankenhauseingang. Haupteingang, genau. Und hier schlafen wir, weil wir verletzt sind. Ich bin am Fuß und er mit seinem Magen. Das passt schon, glaube ich. Genau, hier pennen wir heute. Guck mal hier. Wir haben hier gepennt, auf dieser Bank, direkt vor diesem italienischen Krankenhaus. Also ich habe genau hier gepennt, da drüben hat mein Bruder gepennt. Und wir haben jetzt halb fünf oder so. Und wir wurden von einem
Krankenhausmitarbeiter geweckt. So richtig nervig. Und der hat uns nicht in Ruhe gelassen, dass wir hier weiterpennen konnten. Und das ist scheiße, wir müssen hier weg. Mann, ey, und wir sind doch voll müde und unausgeschlafen und so weiter. Ich werde gleich als Dank dafür, dass wir hier nicht weiter schlafen dürfen und wir uns hier nicht in Ruhe gelassen werden, werde ich die Toilette hier zuscheißen und Koffein nochmal holen. So, ich war gerade das letzte Mal da drin in der Toilette gewesen und die Leute, die hier vorne hier gepennt haben, auf dem Rollstuhl oder so, die wurden natürlich nicht geweckt und weggeschickt oder so. Nur wir, die hier draußen auf der Bank gepennt haben. Nur wir werden hier weggeschickt. Trotz verletztem Fuß und Lebensvergiftung. Und ich habe mir nochmal ein Koffein geholt für 45 Cent. Und das ist auch schon wieder viel, viel, viel zu klein. Das ist voll scheiße. Voll räudig und dreckig. Ich werde den hier noch trinken. Und dann gelaufen wir zur nächsten Bushaltestelle. Das ist richtig, eine richtig unzufriedenstellende Menge. Ich habe mir noch eine Dose Cola für die Busfahrt und noch so eine Art Iso-Drink geholt. Also nicht so ein Iso-Drink. Ich zeig das mal ganz kurz. Sowas hier. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Aber ich dachte mir, ich probiere das mal aus. wir gelaufen jetzt zur Bushaltestelle. Und hier vorne ist sie schon. Das ist sehr gut. Gut, dass die Bushaltestelle direkt nebenan ist. Weil das ist voll scheiße, mit dem Bein hier rumzulaufen. Das ist richtig widerlich und ekelhaft. Das quetscht und so mit dem schweren Gepäck. Prüft, wann gleich dieser scheiß Bus kommt. Dieser italienische Bus, der uns zur zentralen Bushaltestelle hinführt. Zur Busstation. Ich bin ganz gespannt drauf. Das wird gleich so richtig geil sein, Bus zu fahren. Endlich wieder. Endlich wieder Bus fahren. Da kann man drin entspannen und so. Guck mal, wie versifft. Ich habe extra gefragt, wann der nächste Bus hier fährt. Und der hat irgendwas von 5.30 Uhr gesagt. Und wir haben jetzt mittlerweile 5.30 Uhr. Und hier in der Fahrkarte, in dieser italienischen Busfahrkarte, steht alles drauf, dass sie alle irgendwie erst um 7 Uhr noch was fahren. Das ist voll versifft. Das ist voll scheiße. Das heißt, ich muss meinen Fuß noch mehr kaputt machen, damit wir bis zur zentralen Busstation hingehen können. Das ist voll scheiße. Das ist voll scheiße für meinen Fuß. Es ist Stress und so für meinen Fuß, dahin zu laufen. Also meinem Bruder geht's besser als gestern, aber der ist auch noch nicht so ganz fit. Also nicht ganz erholt von seiner Lebensvergiftung. wegen dieser versifften Scheißpizza. Aber gut, dass wir jetzt heute Morgen besseres Wetter haben als gestern, wo es so die ganze Zeit geregnet hat. Dass wir jetzt nicht nass rumlaufen müssen. Also durchnässt. Aber es sind trotzdem etwas über 1 Kilometer bis zu dieser Stelle, wo wir hin müssen. Das ist voll versifft. Das wird ein anstrengender Weg dahin. Oh, das strengt übelst an, so rumzulaufen. Diesen 1 Kilometer. Ich muss mich auf jeden Fall in der nächsten Bank setzen. Das ist richtig beschissen. Das ist versifft. Ich bin ein richtiger Krüppel. Ein Krüppel, der in Italien ist. Ich bin so ein richtiger Krüppel. Das ist richtig versifft. Oh ja. Guck mal hier. Hier vorne ist ein Sitzplatz. Ich werde mich jetzt setzen gehen. So, wir sind jetzt hier und sitzen jetzt hier einen Moment. Das stresst meinen Fuß unglaublich, dieser 1 Kilometer. Es wäre alles nicht passiert, wenn uns die Polizei nicht erwischt hätte. Weil Piwakieren, ich wollte mich doch einfach nur auskurieren. Aber ich glaube daran, dass das Video weniger spannend sein wird, wenn wir nicht erwischt worden sind. Ich glaube, dass es so einige Sachen passiert.
Es muss mehr Drama in YouTube Deutschlands rein. Aber trotzdem strengt das einfach nur unnötig an. Also ich hätte auf jeden Fall weniger Stress im Fuß gehabt und der wäre bestimmt heiler gewesen, wenn wir einfach nur weniger Stress, wenn wir dort einfach nur in Ruhe gelassen worden wären jetzt hier in diesem Biwakplatz. Dann wären wir heute ganz in der Nähe von der Haltestelle aufgestanden. Nur so wenige hundert Meter, anstatt dass wir extra einen ganzen Kilometer hier oder mehr als einen Kilometer jetzt morgens früh hinlaufen müssen. Das ist voll versifft. So, das hier, das ist ein italienischer Wasserrad. Leute, das habe ich gerade gar nicht gefilmt gehabt. Und da ist gerade ernsthaft ein Rollerfahrer hier. Wie heißt es? E-Scooter. Genau, E-Scooter-Fahrer hier lang gefahren. Und im E-Scooter war extra eine Box eingebaut, die die Motorengeräusche nachmacht. Was für ein Schwachsinn. So, wir haben jetzt schon wieder so eine Bank gefunden. Und wir haben etwas mehr wie die Hälfte geschafft vom Weg und es ist voll anstrengend. Und ich werde jetzt dieses italienische Zeug hier probieren. Keine Ahnung, was das sein soll, aber das war im Automat. Und ich dachte, ich hole es mir, um das zu probieren. Prüfen, wie viel Geschmack das hat. Na, Scheiße. Jetzt habe ich mich feucht gemacht. Das ist richtig scheiße. Nur wegen dieses italienische Zeug hier. Das ist richtig versifft. Prüfen, wie viel Geschmack dieses italienische Zeug das hat. Riechen tut das wie heißen die nochmal? Traubenzucker, genau. Schmeckt irgendwie wie Wasser mit Traubenzuckergeschmack. Das ist ein italienisches Getränk. Oder keine Ahnung, ob das ein italienisches Getränk ist, aber auf jeden Fall war es im Automaten drin. Dieser Getränk ist ausgetrunken und wir gelaufen jetzt weiter bis zur Bushaltestelle. Aber vielleicht machen wir noch zwischendurch nochmal Pause. Es wird auf jeden Fall wieder total anstrengend sein, da hinzulaufen. Da ist ein voll Hochberg. Das kann man, glaube ich, auf der Kamera nicht so gut erkennen, aber wenn man hier so steht, das sieht echt mega, mega bildhübsch aus. Und ich muss scheißen gehen. Ich hoffe, dort gibt es irgendeine öffentliche Toilette, die ich zuscheißen kann. Das wäre richtig geil gewesen, wenn das da wäre. So, ich habe gerade hier Durchfall gemacht und diese Toilette, diese italienische Toilette, die war richtig beschissen zum Spülen gewesen. Ich musste ernsthaft 5-mal spülen, bis das alles runterging. Vollständig. Das war voll scheiße und anstrengend gewesen. Das hat Zeitverschwendung gemacht. Aber ich werde hier trotzdem gleich einen Kaffee Americano bestellen. Weil die mich scheißen gelassen haben und das war notwendig gewesen. Es war cool gewesen, hier zu scheißen, aber die Spülung war scheiße. Also ich habe gerade bei diesem Cafeteria, wo ich gerade geschissen habe, nochmal ein Koffein geholt, ein Kaffee Americano. Und der sieht auf jeden Fall gut aus von der Größe. Und guck mal hier. Guckt euch das hier mal an. Das hier, das ist eine italienische Hummel. Diese italienische Hummel ist auch bei uns, wo wir unterm Tarp gepennt haben. Die ist da reingeflogen, aber ich habe die Kamera zu spät gezückt. Die Hummel, die reingeflogen ist, die ist noch verfettigter als diese hier. Aber das hier, das ist eine tödliche, fettige Hummel. Genau, das wollte ich euch zeigen. Also eine italienische, verfettigte, tödliche Hummel ist das. Aber genau, ich wollte euch diese italienische Vollfetthummel zeigen. Weil die sind fetter als in Deutschland. Die sind richtig verfettigt und fett. Das ist voll geil. So, wir haben jetzt die zentrale Busstation erreicht. Das ist sehr gut. Und guck mal hier. Ich habe hier Sonnenbrand von gestern auf meinen Kopf drauf. Das ist cool. Und ich werde jetzt diesen Koffein saufen. Diesen italienischen Koffein. Schmeckt gut, aber es geht auf jeden Fall noch besser.
Aber egal, trotzdem immer ein Koffein. Also ein Koffein, der nicht ekelhaft schmeckt, sondern das ist ein Geh zu Kaffee. Weil wir noch ein bisschen Zeit haben, werden wir jetzt unsere Sachen nach da drüben hin transferieren, also hintragen, damit wir dort so eine Runde noch eine Stunde pennen können. Weil der Bus, der kommt viel später. So, wir haben hier so ein bisschen gelegen. Unsere Flixbus, der fährt gleich bald in einer Dreiviertelstunde. Und das Wetter ist voll cool. Diese Sonne und so weiter. Und dieser Ausblick da drüben ist auch geil. Aber das ist voll scheiße, dass ich Sonnenbrand von gestern habe. Ich kann mich nicht ausziehen. Das ist voll versifft. Weil sonst brennt das alles. Warum habe ich gestern so einen Sonnenbrand bekommen und mich einfach nicht mit Sonnenmilch eingerieben? Das kotzt mich voll an. Das ist voll scheiße. Jetzt kann ich die Sonne nicht so richtig genießen und schwitze unterm Pulli. Das ist wieder mal geil. Aber genau, wir haben hier so ein bisschen den Schlaf nachgeholt. Direkt hinter dieser Bushaltestelle. Busstation heißt das. Genau, Zentralbusstation. Italienische Zentralbusstation. Und da drüben sollte unser Flixbus bald halten. Und dann beginnt die 20 Stunden Busfahrt zurück nach Deutschland. Aber in Mailand haben wir auf jeden Fall noch gute Umsteigezeit. Und mein Bruder, ich weiß nicht, ob ich das gerade erzählt habe, aber mein Bruder ist gerade einkaufen gegangen. Er wird mir Fahrtwege Weißwein und Bier mit einkaufen. Genau. Damit ich Bier und Weißwein trinken kann. Da freue ich mich drauf. Dieser Italien-Roadtrip war auf jeden Fall günstiger gewesen als Portugal World Trip, weil ich weniger eingekauft habe. Diesmal komme ich ohne Geldsorgen nach Hause. Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich die ganze Busfahrt hungern musste und so. Und kein Trinkwasser und sowas hatte. Guck mal, ich werde hier schon wieder belästigt. Der hat Flügelbewegung gemacht. Der ist geflogen. Der hat mich gerade richtig belästigt und gestört und genervt und so weiter. Und ich habe gerade meinen Pullover ausgezogen, weil ich fange an zu schwitzen. Und ich schwitze die ganze Zeit diesen Pullover durch. Aber das tut weh auf der Haut. Ich warte noch, bis mein Bruder zurückkommt und dann laufen wir zum nächsten Schatten. Der Sonnenbrand muss weg. Da hast du die Tüte aufgerissen? Ja, aber das ist ja Drecksfrisur hier. Ich mag schmandige Sachen. Ja, in 10 Minuten oder weniger 10 Minuten kommt unser Bus. Das war schnell ausgepackt. 15 Minuten, glaub ich. Ach, widerlicher Flixbus. Meine Fresse. Jetzt müssen wir doch länger hier verweilen. So, mein Bruder hat ein bisschen Bier geholt. Aber kein Wein. Ist voll versifft. Das heißt, ich muss in Mailand Wein kaufen gehen. Weil das ist ein Cheat von mir, wenn man in langen Bus- oder Bahnreisen Bier oder Wein oder so trinkt, dann geht die Zeit viel schneller vorbei. Also die Zeit beschleunigt sich irgendwie. Und genau, das ist mein Geheimtipp, wie so eine Busfahrt oder Bahnfahrt, je nachdem wie man fährt, schneller rumgeht. Damit die Zeit nicht so die ganze Zeit stehen bleibt und noch länger wird. Das ist mein Geheimtipp. So, hier, der Flixbus kommt. Wir werden da jetzt einsteigen. Das wird eine richtig beschissene Busfahrt werden jetzt. Guck mal hier. Der Bus, der steht hier rum und der macht ein bisschen Pause, 20 Minuten. Und hier, da drin, da ist ein Restaurant gewesen. Und das war so richtig übelst teuer gewesen. Guck mal, dieser Brötchen, also der ist warm und schmilzt rum, aber der hat 7 Euro gekostet. Das ist voll teuer. Aber es schmeckt mega gut. Und gleich wird weiter Flixbus gefahren. So, wir sind gerade in Mailand angekommen. Und hier haben wir jetzt über 2 Stunden Umsteigezeit.
Das heißt, wir haben genug Zeit, um hier ein Wartebierchen zu trinken. Und ich werde mir zwischendurch auch Wein holen. Für die nächste Fahrt, weil die so richtig lang und scheiße wird. Weil die so lang ist und so. Und vielleicht auch sogar pausenlos, keine Ahnung. Aber Hinfahrt war pausenlos, deswegen glaube ich, dass Rückfahrt auch pausenlos wird. Und das wird so richtig scheiße sein, damit zu fahren. Ich freue mich nicht darauf. Der nächste Einkaufsladen ist 600 Meter von hier entfernt. Und darauf habe ich überhaupt keinen Bock drauf, mit meinem verletzten Fuß da extra hinzuhumpeln und wieder zurückzuhumpeln, nur um Wein zu holen. Und deswegen habe ich hier vorne bei der Bar ein bisschen Wein zu Mondpreisen gekauft. Und zwar, ich habe von den Flaschen 4 Stück geholt und eine Flasche kostet 3,50 Euro. Das ist voll teuer. Das ist richtig, richtig teuer. Aber bevor ich das hier probiere, der Wein, den werde ich in der Rückfahrt probieren, in der Busfahrt. Werde ich erstmal hier dieses Bier hier ausprobieren. Das ist wohl wahrscheinlich das letzte italienische Bier, was ich hier in Italien trinken werde. Geprost! Ja, dieses Bier sagt mir nicht so zu. Wie geht's deiner verseuchten Gesundheit? Besser. Das hört sich gut an. Ja. Also wirst du den Bus nicht vollkotzen oder wirst du den noch vollkotzen? Kann ich nicht sagen. Gestern dachte ich auch, dass ich nicht mehr kotzen werde. Nach 8 Stunden kam es dann doch wieder. Ich glaube, dass es nicht mehr passieren wird, dass ich nicht mehr kotzen werde. Aber das kann man nie vorher wissen. Ich gebe dir eine Mülltüte. Ja. Warte, guck mal hier, da hinten. Da ist unser Flixbus. Wir werden da jetzt einsteigen. So, wir sind im Flixbus drin. Und wisst ihr, was scheiße ist? Weil das bei mir im Rucksack geklimpert hat, wurde sofort kontrolliert, ob ich alkoholische Getränke da habe. Und die haben mir dann ausdrücklich verboten, hier Bier zu trinken und Wein. Das heißt, ich kann meinen Cheat, dass ich schneller zu Hause ankomme, nicht benutzen. Das ist richtig belästigend. Das heißt, es wird eine richtige Katastrophenbusfahrt sein, die so richtig langweilig und langgezogen ist. Die so richtig ewig dauert. Es sei denn, es gibt eine Pause. Dann werde ich da ein Weinchen trinken oder so. Aber weißt du, was ich cool finde? Wir haben uns diesen Zusatz mit Panoramablick gemietet. Es hat nur 5 Euro extra gekostet. So kann man von ganz vorne angucken. Und das ist voll cool. Das ist weniger langweilig. Hier, für deinen verseuchten Magen. Ja, danke. Falls du da so richtig reinwürgen musst. Ja. Fuck, das hier, das kann ich schnell rausziehen. Wir sind gerade aus Italien ausgeschieden. Wir sind jetzt in der Schweiz drin. Und guck mal. Berglandschaft kommt. Alpenberglandschaft. Das wird gleich die ganze Zeit so gehen. Stundenlang. Wir machen schon wieder so eine Alpenüberquerung mit Bus, mit Flixbus. So, hier gibt es aber 10 Minuten Pause. Das heißt, ich werde gleich ein Schlückchen Wein trinken. Und man merkt auf jeden Fall, dass man immer stärker hoch in den Norden hinfährt. Weil je höher wir fahren, desto kälter ist das. Es ist nicht mehr so warm wie vorhin, wo wir in Mailand waren. Und guck mal, ich habe ein Tier gefunden. Ich habe es jetzt ins Gesicht gefasst. Mit meinen Wurst... Also... Mit meinen viel zu dünnen Wurstfingern. Guck mal, ich habe hier noch ein Tier gefunden. Ich habe es auch angefasst. So, ich trinke jetzt dieses Weinchen hier mit 3,50 Euro kostet das. Und genau, den werde ich jetzt einmal aufmachen. Ich muss meine Kamera weglegen. Aber ich habe gerade mein Stativ nicht da. Und genau. Geprost!
Naja, aber schmecken tut's gut. So, der verschmierte Flixbus fährt weiter. Ja, genau, ich werde da jetzt reingehen. Durch Zürich geschoben. Zürich hat sogar Straßenbahn. Und mein Kopf wird weiterhin durch Zürich durchgeschoben. So, wir sind gerade mit einem Flixbus hier nach Hannover angekommen und diese Busfahrt, die hat inklusive den 2 Stunden Aufenthalt in Mailand 20 Stunden gedauert. Also jetzt gleich muss ich mit dem nächsten Zug nach Bremen hinfahren und das dauert noch weitere fast 1,5 Stunden. Das ist richtig lang. Ich habe keinen Bock mehr zu fahren. Die Beam-Technologie muss entworfen werden, damit das nicht immer so lange dauert. Oh, das ist ein richtiger Unterschied. Hier in Deutschland ist es total kalt, bei den Temperaturen her. Davor war das, hier, wie heißt das Ding? In Italien war es viel wärmer. Das ist richtig räudig. Aber ich laufe jetzt gleich zum nächsten Bahnhof. So, ich bin am Gleis und das war so richtig beschissen und schwer gewesen, einen schweren Rucksack hochzutragen. Also ich habe mir einen Koffein gekauft. Noch ein bisschen zu heiß. Ich habe immer meine Zunge verbrannt. Ich klag die an. Guck mal, mein schmandiger Zug ist angekommen. Ich werde jetzt hier einsteigen. Der wird mich bald nach Bremen hinfahren. Gleich. So, ich bin endlich zu Hause angekommen und ich habe hier zwei Pakete rumliegen. Das sind zwei Amazon-Wunschlisten-Mitbestellungspakete, glaube ich. Und bevor ich die jetzt öffnen tue, wollte ich euch hinweisen, dass ich am 2.6. Geburtstag habe. Ich werde da 31 Jahre alt. Falls mir jemand eine Freude zum Geburtstag zubereiten möchte, unten in der Beschreibung ist meine Amazon-Wunschliste verlinkt, sowie weitere Supportmöglichkeiten, die meinen Kanal qualitativ besser voranbringen und ich künftig geilere Videoprojekte durchführen kann. Es muss auf jeden Fall viel mehr gereist werden. Es müssen noch viel mehr Länder von mir verpennt werden. Das ist ganz wichtig. Genau. Und jetzt werde ich das hier öffnen. Ich glaube, ich weiß, was da schon drin ist. Ein Geschenk von Fabian aus MA. Naturin, leider ist die Powerbank das letzte Mal nicht zugestellt worden. Bald folgt ein Paket mit Fanpost. Brauchst du unbedingt die Nightcore NU25 oder kann es auch die NU31 sein? Viele Grüße von Fabian aus MA. Genau, das habe ich gesehen, dass die Powerbank nicht zugestellt werden konnte, weil ich war genau ausgerechnet in diesem Zeitraum in Italien gewesen. Und obwohl ich DHL beauftragt hatte, dass sie das zu einer abweichenden Adresse zuliefern sollen, haben sie das trotzdem zur Filiale gebracht. Und natürlich war ich nicht pünktlich, um das zu erreichen. Aber egal. Ich freue mich auf diese Powerbank. Die wird auf jeden Fall gebraucht, weil ich habe Powerbanks, die so langsam Fehler haben. Deswegen habe ich die in die Liste gepackt. Ich werde die einmal auspacken.
Jawohl. Ich werde die einmal ausprobieren. Jawohl, die funktioniert. Das ist super. Deswegen vielen Dank für die Powerbank, die wird gebraucht. Und zum Thema Nightcore NU31, ich gucke mal ganz kurz auf Amazon nach. So, ich habe gerade die Produktseite und ein Video-Review von der NU31 angeschaut und die Lampe, die sagt mir auf jeden Fall sehr gut zu. Hauptsache Rotlichtfunktion, damit ich beim nächsten Mal nicht entdeckt werde, wenn ich nachts rumschlafe und das alles beleuchte und so weiter. Rotlichtfunktion ist sehr wichtig. Und von daher, Fabian, vielen Dank für die Powerbank und ich werde mich auf das nächste Paket freuen. So, ich werde jetzt das hier öffnen. Ein Geschenk von Flo. Schöne Grüße. Freue mich auf viele neue Videos von Flo. Flo, ich bedanke mich und es werden auf jeden Fall noch ganz viele Videos von mir kommen. Das hier, das ist eine Speicherkarte. Die wird immer gebraucht, Speicherkarten werden immer gebraucht, weil guck mal hier, je anspruchsvoller ein Projekt ist, desto mehr Speicher braucht das. Also je länger ich irgendwie auf Tour bin. Und weil ich aufgrund einer besseren Qualität von Full HD auf 4K umgewechselt habe, benötigt das auch wesentlich mehr Speicher. Und genau, das wird auf jeden Fall gebaut. Viele Grüße und vielen, vielen Dank. Und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, alle noch offenen Bierpowers werde ich zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, sobald es mein Fuß wieder besser geht. Weil nicht, dass ich bei der Ausführung dann plötzlich falsch aufkomme. Weil mein Fuß, das dauert noch ein paar Wochen, bis ich wieder vernünftig laufen kann. Weil mein Fuß ist voll scheiße, der ist immer noch kaputt. Der ist jetzt richtig beschissen. Der Fuß muss heile werden. Hier vorne geht's zum Portugal-Trip. Das war auch voll cool gewesen, voll verrückt und so. Das war richtig geil, deswegen gebt euch das.